Du weißt ja jetzt bereits einiges über Kraft und Energie und Arbeit und Energieerhaltung. Und eventuell ist in dir schon die Frage aufgekommen, ja, sag mal, was nützt mir das eigentlich alles? Also klar, ich muss das im Test wissen und vielleicht in meiner Klassenarbeit, aber kann das irgendwas? Nützt mir das irgendwas? Und ja, das kann es auf jeden Fall. Gut, dass du hier bist, weil in diesem und in den nächsten Videos möchte ich dir anhand von ein paar simplen Maschinen zeigen, dass man durchaus in der Lage ist, mit dem Wissen, das wir bis jetzt haben, also wenn wir diese ganzen Regeln und Gesetzmäßigkeiten kennen, dass man damit durchaus Kraft schaffen kann sozusagen. Oder so, anders gesagt, du kannst mit wenig Kraft viel erreichen. Und das ist natürlich keine Zauberei, sondern das ist ganz simple Mathematik und vor allem Physik. Und das wollen wir uns in den nächsten Videos mal angucken. Also nehmen wir mal als Beispiel hier diese Wippe. Ich schreibe mal noch ran. Wir haben hier, haben wir unseren Drehpunkt natürlich, direkt an der Spitze. Und der rechte Teil der Wippe, also der, auf dem ein Gewicht von 10 Newton liegt, sagen wir mal, der ist 1 Meter lang. Und der linke Teil der Wippe, der ist 2 Meter lang. Also der ist doppelt so lang wie der rechte Teil. Und wir wollen uns mal angucken, wenn ich jetzt hier eine Kraft drauf anwende, auf den linken Teil von F. Ich nenne es mal Fi, also die Inputkraft, die Kraft, die reinkommt. Dann drücken wir jetzt das ganze System hier, also den ganzen linken Teil hier nach unten auf den Boden. Und wie du dir schon vorstellen kannst, wird der rechte Teil dann hochgehen. Also ich zeichne mal den Endzustand ein, den wir erreichen wollen. Also wenn die Wippe dann hier ist, dann wird das ungefähr so aussehen. Das rote, was ich jetzt zeichne, wird also der Endzustand, wie die Wippe nachher steht. So, ich zeichne das Gewicht mal nicht nochmal oben drauf. Wir wollen also das ganze System hier um einen gewissen Winkel Alpha kippen. Und wir wissen ja schon aus der Trigonometrie, dass wenn dieser Winkel hier Alpha ist, dann ist auch dieser Winkel hier drüben Alpha. Der hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, wenn ich hier, werde ich eine gewisse Strecke zurücklegen. Also ich muss für eine gewisse Strecke, muss ich ja eine gewisse Kraft anwenden. Also meine Inputkraft muss ich ja hier anwenden auf eine Strecke, die nennen wir jetzt mal SI. Analog zu dem I für Input ist das unser Inputweg. Und dafür kriegen wir natürlich auch was raus. Wir kriegen ja hier einen Outputweg. Das heißt, wir haben dann ja unser Gewicht von 10 Newton, haben wir ja irgendwie bewegt. Und zwar um eine Strecke von S0. Und jetzt können wir mal gucken, was wir schon wissen über diese beiden Strecken hier. Die werden ja irgendwie im Verhältnis zueinander stehen, das kann man sich ja wahrscheinlich schon denken. Also das ist ja, finde ich, so eine intuitive Sache schon, dass die irgendwie ein Verhältnis zueinander haben werden. Ich schreibe mal nochmal unsere trigonometrischen Funktionen auf. Also den Hilfssatz, den ich immer ganz praktisch finde, auch wenn er Englisch ist. Wie gesagt, du musst dir nur merken, Gegenkathete, für Gegenkathete merkst du dir einfach immer ein O. Und dann wissen wir, wir brauchen jetzt hier irgendwie, wir haben die Gegenkathete und die Ankathete. Für Gegenkathete habe ich gerade gesagt, merken wir uns ein O. Also haben wir ein O und ein A. A für Ankathete. Also welche trigonometrische Funktion hat ein O und ein A drin? Oha, das ist Toa, also der Tangens. Tangens ist Gegenkathete durch Ankathete, also O durch A. Also wissen wir, dass der Tangens von Alpha ist seine Gegenkathete durch die Ankathete. Also der Outputweg, den wir haben, geteilt durch 1. Und analog dazu wissen wir natürlich über den Winkel hier, also das ist natürlich der gleiche, aber von dem können wir ja auch die gegenüberliegende Seite und die Ankathete. Also ist auch der Winkel von diesem Tangens, also von diesem Alpha hier unten sozusagen, ist dann natürlich auch der Inputweg geteilt durch seine Ankathete, also durch 2. Und das Interessante an der Sache ist, egal wie groß jetzt Alpha ist, wir müssen den Winkel gar nicht berechnen, wir können jetzt schon die beiden hier natürlich gegenübersetzen, weil beide ja genauso groß sind wie Tangens Alpha, ohne zu wissen, wie groß Tangens Alpha eigentlich ist. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, dass, ich schreibe es mal so, damit ich nicht so oft die Farbe wechseln muss, dass der Outputweg durch 1 genauso groß ist wie der Inputweg durch 2. Oder, wenn wir das Ganze mal umstellen, wir rechnen mal 2, dann wissen wir, dass der Inputweg genauso groß ist wie 2 mal dem Outputweg. Das klingt schon mal interessant. Also wir wissen schon, dass der Weg, den ich hier reinstecke, der ist doppelt so lang wie der Weg, den ich hier hinten rausbekomme. Das ist schon mal okay, das hätte man sich vielleicht sogar schon denken können. Aber gucken wir doch mal, was wir daraus noch machen können. Noch wollen wir wissen, wie viel Kraft wir eigentlich dafür brauchen, um das Ganze hier überhaupt so hinzukriegen, wie es hier aufgemalt ist. Wir nehmen ja wieder an, oder wir wissen, dass das Ganze hier ist ein abgeschlossenes System. Und wenn wir wieder keine Reibung haben und keinen Luftwiderstand, wovon wir ja in unseren Physikaufgaben im Normalfall erstmal ausgehen, um das Konzept besser vermitteln zu können, wissen wir ja auch, dass die Kraft, die wir reinstecken,
muss auch genauso groß sein wie die Kraft, die wir rauskriegen. Oder andersrum, die Arbeit, die wir reinstecken, ist auch genauso groß wie die Arbeit, die wir rauskriegen. Und analog dazu, die Energie, die wir reinstecken, ist genauso groß wie die Energie, die wir rauskriegen. Okay, ziemlich viel erzählt. Wollen wir mal gucken, wie groß ist denn die Arbeit, die wir reinstecken? Arbeit, haben wir ja gesagt, definiert sich aus Kraft mal Weg, also die Kraft, die ich auf für einen gewissen Weg anwende. Und die Inputkraft haben wir ja drüben schon ziemlich genau stehen. Also wir wissen, dass Fi mal unserem Inputweg, also Si, genauso groß ist wie, so, und unsere Outputkraft, die kennen wir ja schon. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir 10 Newton bewegt haben danach. 10 Newton, und zwar für eine Strecke von S0. Eine Strecke von S0, SO natürlich, entschuldige. Ja, O und 0 sehen immer ziemlich gleich aus. So, was nützt uns das Ganze jetzt? Naja, wir wissen ja schon, das Verhältnis von S0 zu SI, von SO zu SI. Die haben ja hier drüben schon geschrieben, dass wir wissen, dass SI immer doppelt so groß ist wie unser Output-Weg. Das heißt, wenn wir das Ganze nochmal umschreiben, Fi, so, jetzt substituieren wir einfach dieses SI mit dem, was wir hier schon hingeschrieben haben, also mit 2 mal S0. Und das ist ja immer noch genauso groß wie 10 Newton mal S0. Mal S0. Und wenn wir jetzt einfach noch, wir teilen jetzt einfach noch durch 2 S0, dann wissen wir auch schon, wie groß unsere Kraft sein muss. Also unsere Inputkraft ist also, ich bleibe mal bei der gleichen Farbe, wenn wir S0 durch S0 teilen, fällt S0 weg. Und 10 Newton durch 2, das sind 5 Newton. 5 Newton. Und das sollte jetzt schon dir zumindest kurzzeitig zu denken geben, weil was wir jetzt eigentlich sagen, ist, dass wir 10 Newton hochheben können mit einer Kraft von 5 Newton. Das sieht ja erstmal kurios aus. Für uns ist es natürlich gut. Wir brauchen nur halb so viel Kraft, um ein doppelt so schweres Objekt hochzuheben. Und das ist sozusagen die Idee, die hinter dem Kraftgewinn steckt. Also ich schreibe es mal nochmal auf. Kraftgewinn. Und Kraftgewinn sagt eigentlich nur aus, wie groß ist das Verhältnis von der Outputkraft zur Inputkraft. Also in unserem Fall, wir gucken mal gleich, sind das 10 Newton. Geteilt durch unsere Inputkraft sind 5 Newton. Sind 5 Newton. Also ist unser Verhältnis 2. Unser Kraftgewinn ist 2. Ist sozusagen, du kannst es dir auch als Faktor vorstellen, wenn man sich die beiden Kräfte zum Beispiel anguckt oder wenn man sich die Wege anguckt. Und sobald diese Zahl hier hinten beim Kraftgewinn größer als 1 ist, müssen wir weniger Kraft aufwenden, um irgendwas Schwereres zu heben. Oder wir müssen weniger Kraft aufwenden, um mehr Arbeit rauszukriegen, sozusagen. Und also zumindest dieser Satz hätte dich jetzt auf jeden Fall stutzig machen sollen, weil ich habe ja eigentlich gerade gesagt, ich gebe dir wenig Kraft und bekomme dafür mehr Kraft. Das heißt, das kann ich ja einfach immer wieder machen und dann habe ich ja unendlich viel Kraft sozusagen oder unendlich viel Arbeit, die ich verrichtet habe oder die ich geschaffen habe. Und wir wissen ja schon, Energieerhaltungssatz, wir können keine Energie schaffen und wir können auch keine zerstören, die wird immer nur umgewandelt. Das heißt, wo ist denn der Trick bei der ganzen Sache hier? Also wo habe ich denn jetzt, wo habe ich dir eine Information unterschlagen? Und das liegt natürlich hier an den Wegen. Wir müssen zwar nur 5 Newton aufwenden, um 10 Newton zu heben, allerdings müssen wir auch diese Kraft doppelt so lang anwenden, um sie nur halb so hoch hochzuheben. Okay, jetzt magst du vielleicht denken, okay, dann relativiert sich das ja schon wieder alles, dann ist das doch nicht so cool, wie ich dachte. Aber ist es natürlich trotzdem. Und zwar, das ganze System hier, so wie es aufgezeichnet ist schon enorm genial, weil du musst dir vorstellen, dass wenn das hier wirklich eine echte Maschine ist, die irgendwas verrichten soll, dann hat die natürlich auch ein gewisses Maximum an Kraft, das es nur aufwenden kann. Also nehmen wir zum Beispiel mal dich als Menschen. Wenn du dich jetzt hier raufstellst, oder sagen wir mal, du drückst hier runter und deine maximale Kraft zu drücken ist 1000 Newton, dann würde man am Anfang ja denken, okay, dann kann ich auch nur 1000 Newton hochheben. Aber jetzt haben wir gesehen, nee, du kannst auch 2000 Newton und 4000 Newton hochheben. Das Einzige, was du machen musst, ist, den Weg hier zu verlängern. Und das ist schon ziemlich genial. Wie gesagt, du weißt ja, du kommst nie über 1000 Newton. Du wirst nie mehr als 1000 Newton drücken können, weil das einfach die maximale Kraft ist, die dein Körper erzeugen kann. Aber trotzdem kannst du irgendwas hochheben, was wesentlich schwerer ist. Oder sagen wir mal lieber, du kannst irgendwas in Bewegung setzen, obwohl es wesentlich schwerer ist. Und das Ganze können wir noch ein bisschen verallgemeinern. Ich lasse mal das hier oben noch drauf, dass man das nochmal sieht. Also wenn wir jetzt uns nochmal so eine Wippe angucken. Und das wird jetzt mal ein bisschen unordentlicher, glaube ich. Also gib mir jetzt nicht ganz so viel Mühe, dass das ganz gerade ist. Die Idee kennst du ja jetzt schon, wie es aussehen soll. Also wenn das jetzt hier nochmal unsere Wippe ist und wenn wir jetzt hier eine Kraft drauf anwenden, um das Ganze nach unten zu drücken, dann wird das hier ja nach, oder warte, ich nehme nochmal eine andere Farbe.
Macht eigentlich Sinn. Dann wird das Ganze hier nach oben gedrückt. Das heißt, wir üben hier eine Kraft aus, die nenne ich jetzt mal Fi für Inputkraft, und hier hinten kriegen wir eine Kraft raus. Das ist unser FO, unsere Outputkraft. Und das Interessante ist jetzt, dass wenn man sich diese Seiten hier anguckt, also wenn das jetzt hier die, ich nenne sie mal S, die Input-Seite ist und das ist die Länge der Output-Seite, dann sind die beiden Verhältnisse immer gleich. Also die Inputkraft mal SI, also die Seitenlänge der Input-Seite, ist genauso groß wie die Output-Kraft mal die Seitenlänge der Output-Seite. Okay, mag sich vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt anhören, aber ich glaube, ich kann es nicht besser formulieren. Am Anfang magst du jetzt vielleicht meinen, okay, das ist auch offensichtlich, das ist halt die Arbeit, aber da musst du natürlich vorsichtig sein. Das ist nicht die Arbeit, die das System verrichtet. Das, was wir jetzt hier hingeschrieben haben, ist das Moment sozusagen, so kann man das auch nennen. Die Arbeit, die wir verrichten, ist ja nur die Strecke, die wir diese Kraft hier anwenden. Also dieser Pfeil, der hier nach unten zeigt, könnte ja genauso gut den Weg oder den Ortsvektor darstellen. Und nur diese Kraft, die wir nach unten, direkt nach unten wirken, das wäre die Arbeit. Das hier ist wieder ein anderes Verhältnis und das nennt man Moment. Und das sagt genau das aus, was wir hier oben auch gerade berechnet haben. Dass diese Proportionen immer gleich sind, egal wie groß die Kräfte sind oder wie groß diese beiden Seitenlängen hier sind. Und du wirst schon sehen, oder du wirst noch sehen, das ist auf jeden Fall ziemlich praktisch. Das kann man auch ziemlich gut gebrauchen. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Lass mal das erstmal gut sein für dieses Video. Wie gesagt, es kommen noch ein paar, die sich mit dem Kraftgewinn beschäftigen. Aber ich denke, oder ich hoffe doch, ich habe dir jetzt schon so einen kleinen Einblick darin gegeben, dass die Physik auf jeden Fall was ziemlich Praktisches ist, das man auch im echten Leben anwenden kann und natürlich auch anwendet, wenn auch jetzt natürlich vielleicht nicht ganz in so simpler Form wie hier oben.